Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht jetzt um den Bundesliga-Spieltag Nummer 3. Nach der Länderspielpause geht es endlich wieder los. Das ist hier nicht geskriptet, sondern ich rede einfach drauf los zu den Partien, die jetzt folgen. Viel Spaß dabei. Wir wollen gleich loslegen mit dem ersten Spiel am Freitagabend, nämlich Dortmund gegen Frankfurt. In der Vorsaison sehen wir das ein 2-2 und ein 3-2. Da hat Batshuayi in der 94. auf Blum in der 90. noch antworten können. Im letzten Spiel war Dortmund ja auch am Freitagabend unterwegs in Hannover, da 0-0. Ich denke, zu Hause werden sie wieder noch besser auftreten. Ich fand jetzt nicht, dass sie gegen Hannover so schlecht waren. Frankfurt, nach dem 1-2 zu Hause gegen Bremen, stehen sie, naja, nicht unter Druck. Sie haben ja am ersten Spieltag gewonnen und so viel werden sie sich da auch nicht ausrechnen. Wenn sie richtig gut und diszipliniert verteidigen können und arbeiten können, traue ich ihnen da auch ein Unentschieden zu. Aber ich denke mal, mit den Fans im Rücken wird Dortmund da zu Hause gegen Frankfurt grundsätzlich den Sieg einfahren müssen. Ihr könnt natürlich auch wie immer gerne mit in den Kommentaren tippen, aber habt ihr wahrscheinlich bei der Prognose schon gemacht. Also hier schätze ich mal, dass Dortmund Frankfurt besiegen wird. Dann springen wir zum Samstagnachmittag mit der ersten Partie Bayern gegen Leverkusen. Leverkusen steht noch ohne Punkt da, zuletzt gegen Wolfsburg 1-3 zu Hause verloren. Da hätte man ja zumindest damit rechnen können, dass sie da einen Punkt oder drei Punkte eigentlich einfahren, hätte ich auch fest mit gerechnet. Jetzt gegen Bayern schon unter Druck, aber ich glaube nicht, dass sie da was reißen können. Sie werden, glaube ich, vernünftig mitspielen können. Wenn es richtig mies ausgeht für Leverkusen, dann kriegen sie da aber auch eine heftige Packung, was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Leverkusen hat auch immer die Möglichkeit, da zu gewinnen, aber eventuell wird das Risiko, dass sie gehen, zu hoch sein, sodass Bayern mit ihrem Spiel richtig in Fahrt kommen, eventuell den Platz, den sie bekommen, den Leverkusen vermutlich auch offenbaren wird, also dass sie den Platz dann ausnutzen, und dann kann es auch richtig übel werden für Leverkusen. Aus meiner Sicht dürfte für Bayern da nichts anbrennen, weil Leverkusen momentan auch wirklich nicht so gut drauf ist, und ja, von daher wird Leverkusen wahrscheinlich mit 3 Niederlagen in Serie in die Saison starten und Bayern ja mit 3 Siegen. Das nächste Spiel ist dann Leipzig gegen Hannover, ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr. Leipzig steht mit einem Punkt da gegen Düsseldorf zu Hause. Ein 1-1 waren sie wohl auch nicht so zufrieden mit, in der Vorsaison konnten sie beides gewinnen. Und ich habe sie hier auch oder sehe sie hier auch in der Favoritenrolle, aber Hannover hat man gesehen, gegen Dortmund und Bremen jeweils einen Punkt zu holen, ist schon gar nicht so verkehrt. Und es wird auch den Leipzigern nicht so einfach gemacht. Ebenso wie Leipzig das schon gegen Düsseldorf spüren musste, dass da die Gäste alles geben werden und auch gegen Leipzig unbedingt die 3 Punkte oder zumindest 1 Punkt haben wollen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Leipzig mit 3 Spielen in Folge in die Saison startet ohne einen Sieg. Deswegen glaube ich, dass Leipzig da gewinnen wird, aber man muss Hannover einfach Respekt zollen für die Arbeit, die sie da leisten. Und André Breitenreiter wird auch seine Mannschaft da wieder einstellen, Leipzig ärgern zu können. Wenn alles normal läuft, sollte da Leipzig gewinnen. Ich glaube auch daran, dass Leipzig gewinnt, auch wenn Hannover vermutlich wieder ein sehr leidenschaftliches und gutes Spiel an den Tag legen wird. Meine Tendenz geht hier eben zu Leipzig. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Mainz mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison gestartet, ebenso wie der FC Augsburg. 2 Teams. Ja, da wird man vermutlich am Ende der Saison sich noch im Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld ansiedeln. Ist ja noch ganz früh in der Saison und man kann auch nichts dazu sagen. Aber Augsburg erstmal in Düsseldorf einen Rückstand gedreht am ersten Spieltag. Dann gegen Gladbach auch sehr gut gespielt. Fast sogar ein Dreier zu Hause mitgenommen. Dann würde man noch besser dastehen. Und Mainz 05 ein 1-0 gegen Stuttgart zu Hause. Sehr gute Leistung gehabt da. Traue ich ihnen jetzt auch durchaus nach, auch wenn das 1-1 in Nürnberg nicht so gut war, traue ich hier beiden Teams grundsätzlich den Sieg zu. Augsburg habe ich so das Gefühl, die sind immer noch ein Stück weit cleverer, aber Mainz ist zu Hause auch extrem unangenehm zu spielen und die Stimmung, ich finde die Stimmung eigentlich in der Opel Arena immer sehr gut, und ich glaube, das wird ein sehr, sehr enges Resultat am Ende vermutlich. Ein 1-1 ist jetzt mal so meine Einschätzung. Kann auch ganz weit von der Realität entfernt liegen.
Ihr wisst das ja, ich bin kein Super-Experte, aber das ist jetzt so mein Gefühl von der Partie. Die nächste Partie lautet ebenfalls noch am Samstag um 15.30 Uhr Wolfsburg gegen Hertha. Eine ziemlich coole Partie. Vielleicht bin ich da sogar im Stadion, aber das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Aber ich bin ja sehr Hertha-affin und wohne in Niedersachsen. Dementsprechend bin ich gar nicht so lange unterwegs, um da ins Stadion zu kommen. Beide Teams mit 2 Siegen in die Saison gestartet. In der letzten Saison gab es ein 3:3 in Wolfsburg. Das war wirklich spektakulär. Das 0:0 im Rückspiel war dann nicht mehr ganz so das Highlight. Wolfsburg ist wirklich sensationell durch Bruno Labbadia eingestellt. Man muss jetzt wirklich fragen, ob das mit Labbadia so positiv weitergeht. Die Qualität in der Mannschaft ist ja immer schon gegeben. Die Frage, hat man jetzt wirklich so das Mittel gefunden, um diese Spieler durch Labbadias Spielstil richtig einzubinden. Aber Hertha ist auch ein extrem unangenehmer Gegner. Und ja, das kann auch wieder in alle Richtungen hingehen. Ich sag mal, ich sehe Wolfsburg leicht vorne und tippe dementsprechend auch ein 2:0 für Wolfsburg. Auch wenn Hertha ja so unangenehm zu bespielen ist. Aber als ich Hertha das letzte Mal da gesehen habe in Wolfsburg, das war jetzt nicht beim 3:3, sondern ich glaube die Saison davor oder die Saison davor. Also ist auch schon ein bisschen her, aber auch schon unter Pal Dardai. Da hat Wolfsburg ja lange auch nicht gut gespielt, aber Hertha hat eben nur verhindert. Und das kann auch hier wieder passieren, sodass dann Wolfsburg mit 2 späten Toren vielleicht da als Sieger vom Platz geht. Also ich schätze ein knappes Resultat zugunsten der Wolfsburger. So, und das letzte Spiel am Samstagnachmittag ist dann Düsseldorf gegen Hoffenheim. Düsseldorf wartet noch auf den ersten Sieg, aber Achtungserfolg bei Leipzig mit einem Punkt. Sogar in Führung gewesen. Und ja, zuletzt hatte man sich hier getroffen in der Abstiegssaison von Düsseldorf 2012-2013. Ihr seht es ja, Hoffenheim hat meiner Ansicht nach gegen Freiburg richtig bewiesen, dass sie auch Ansprüche nach oben stellen können. Man hatte so ein bisschen wie bei Bayern das Gefühl, am Ende, egal wie die Partie verläuft, auch ein Halbzeitrückstand, am Ende wird Hoffenheim gewinnen. Und so kam es dann auch. Klar kann man da auch immer falsch liegen, wenn Freiburg das dann irgendwie rettet. Und es wäre auch möglich gewesen, dass Niederlechner das 2:0 macht. Aber Hoffenheim, die haben einfach die Qualität, hätten ja am ersten Spieltag, wenn sie nicht gegen Bayern gespielt haben, noch bessere Aussichten gehabt auf einen Sieg. Aber da hätten sie ja auch einen Punkt zumindest verdient gehabt oder sich zumindest erkämpfen können. Und ja, ich glaube, Hoffenheim wird sich hier durchsetzen. Auch wenn, ja, ich muss es wieder sagen, Friedhelm Funke weiß, wie man so eine Mannschaft wie Düsseldorf einstellt. Und vor allem gegen so einen Gegner wie Hoffenheim, da werden sie auch wieder clever agieren und Julian Nagelsmann und seine Elf das Spiel so schwierig wie möglich machen. Ich glaube trotzdem eher, dass Hoffenheim gewinnt und ja, ihre Qualität am Ende sich durchsetzen wird. Kommen wir zum Samstagabendspiel, das ist Gladbach gegen Schalke. Gladbach auch mit 4 Punkten in die Saison gestartet und Schalke ja, steht mit 0 noch da. Vor allem das 0:2 jetzt gegen Hertha hat richtig wehgetan in der eigenen Arena und Gladbach hat am ersten Spieltag schon im Topspiel bewiesen, dass sie auch gegen ja, größere Namen punkten können. Vor allem zu Hause gegen Leverkusen haben sie da gewonnen und ich glaube auch, dass sie hier die Nase etwas weiter vorne haben. Es kann für Schalke auch jetzt der Umbruch kommen. Also was heißt Umbruch? Ich meine, mit 2 Niederlagen in Folge zu starten ist jetzt kein Weltuntergang und gegen Hertha muss man wirklich sagen, ist halt schwierig. Hertha ist so heftig eingestellt, dass es auch einer Elf von Domenico Tedesco sehr schwer fällt, da was zu machen. Rudi hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich da noch zu finden und ich erwarte ein spektakuläres, vor allem vielleicht ein spielerisch starkes Topspiel. Tendenz geht zu Gladbach, aber Ende ist absolut offen, würde ich sagen. So, dann springen wir zum Sonntag. Da spielt dann noch Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg. Werder mit 4 Punkten in die Saison gestartet. Zuletzt ja gegen Frankfurt gewonnen. Nürnberg mit 1 Punkt in die Saison gestartet, wobei sie sich auch etwas unter Wert in der Tabelle zumindest verkaufen. Gegen Hertha hätten sie in der 86. noch das 1:1 per Elfmeter machen müssen. Dann hätten sie aus Berlin einen Punkt mitgenommen, was auch ein heftiger Erfolg gewesen wäre.
gegen Mainz. Das 2-1 hätte auch durchaus möglich sein können. Dann würden sie jetzt auch mit 4 Punkten dastehen. Gut, das ist alles Makulatur. Bremen wird, glaube ich, aber den nächsten Sieg einfahren. Die sind einfach super drauf, spielerisch. Machen die auch tatsächlich Spaß anzuschauen. Und dementsprechend, ja, ist Nürnberg da, glaube ich, spielerisch so weit unterlegen. Jetzt nichts gegen Nürnberg, aber Bremen ist halt einfach gut. Und ich glaube, da werden sich die Norddeutschen durchsetzen können. Kommen wir noch zum letzten Spiel. Ein Derby. Freiburg gegen Stuttgart. 16. gegen 18. Ihr seht's. Ja, beide Teams noch ohne einen Sieg. Beide noch ohne einen Punkt. Christian Streich ist wieder an der Linie. Aber naja, ich denke mal trotzdem auch, dass das Feuer vorher schon da war. Jetzt gibt es vielleicht die ein paar Prozentpunkte mehr, die hier den Ausschlag geben können. Stuttgart muss sich deutlich besser präsentieren als vor allem gegen Bayern. Und dann können sie auch in Freiburg was reißen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, auch das ist eine sehr, sehr offene Partie. Ich habe das Gefühl, dass Stuttgart eher gewinnen wird. Ich weiß gar nicht, woher ich dieses Gefühl nehme. Eigentlich habe ich, ja, ich druck's hier rum, ich kann es nicht sagen. Am Ende werden wir es sehen, beide Teams stehen unter Druck. Stuttgart steht noch mehr unter Druck. Es ist jetzt sozusagen für Christian Streich das erste Saisonspiel und der steht in Freiburg eh eigentlich nicht unter Druck. Der ist da ja ein Gott zu Recht aber auch. Und Stuttgart unter Taifun Korkut, wenn man jetzt wirklich mit einer Pokalniederlage reinstartet und 3 Niederlagen in Folge oder nur ein Punkt vielleicht auch jetzt hier holen in Freiburg, dann wird schon richtig übel. Das heißt, Stuttgart steht schon weitaus mehr unter Druck, was sie auch hemmen könnte. Tendenziell, ja, habe ich eben gesagt, schätze ich mal, wird Stuttgart gewinnen, aber Freiburg zu Hause, ja. Die sind immer gefährlich, haben Hoffenheim fast ärgern können und auch am ersten Spieltag gegen Frankfurt waren sie nicht so schlecht, wie das Resultat mit dem 0-2 am Ende aussah. Ich glaube, auch da können wir uns vor allem auf ein spannendes Kellerduell, wenn man das am zweiten Spieltag oder am dritten Spieltag schon so nennen möchte, freuen und einstellen. So, das war die Prognose zum dritten Spieltag oder die Vorschau, besser gesagt, zum dritten Spieltag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, morgen kommt dann Livestream. Um 8.30 Uhr wahrscheinlich. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Bis dann und ciao.